Hallo, ich bin Konrad Rennert. Ich bin nicht nur der Geschäftsführer der Blue Pages GmbH, sondern ich beschäftige mich auch mit offenen Bildungsmaterialien und Erklärvideos. Dass das sinnhaftig ist, sieht man am YouTube-Kanal. Da wurden also über 1,3 Millionen Mal die Videos, die wir erstellt haben, abgerufen. Und auch kürzlich bekam ich von der DEHK Weiterbildung bestätigt, dass unsere Erklärvideos durchaus Sinn machen. In diesem Zusammenhang komme ich auf die Thematik der vielen Flüchtlinge, die zu uns kommen, zu sprechen. Sie benötigen in kürzester Zeit viele Informationen und da sind Erklärvideos ein idealer Ansatz, zumal sie sehr preiswert und schnell herzustellen sind. Gedrucktes Material, das muss man ja in der Regel lesen, das kostet auch Zeit und viel Geld, um das herzustellen. Erklärvideos kann man mit ganz wenig Aufwand über YouTube bereitstellen und dann kommen in kürzester Zeit auch die Flüchtlinge an dieses Material, weil viele haben ja Smartphones oder man könnte in diesen Aufnahmelager natürlich auch preiswerte Tablets oder PCs installieren. WLAN erwarte ich, dass es das dort gibt. Und dann kann man sie mit diesen Dingen, die hier wichtig sind, schnellstens konfrontieren. Viele haben Kinder. Wahrscheinlich ist eine sechsstellige Zahl von Kindern darunter, die über kurz oder lang zur Schule gehen müssen. Schulpflicht herrscht ja hier und da sind natürlich auch die Kinder der Flüchtlinge betroffen. Oder Kindergärten gibt es und je eher die in die Kindergärten kommen, je geringer wird hinterher die Problematik sein, wenn sie hier zu integrieren sind. Wer erklärt deren Eltern, die wenig oder gar kein Deutsch verstehen, die Schulpflicht und die Schulordnung? Im Übrigen ist es natürlich auch ansonsten sehr wichtig, dass man diese Flüchtlinge, die hier jetzt zu großen Zahlen in diesen zentralen Aufnahmelagern untergebracht sind, dass man die mit den Gepflogenheiten hier im Lande konfrontiert, weil noch ist die Stimmung bei den meisten Deutschen sehr wohlwollend. Man sieht das Leid, das sie durchgemacht haben. Aber das ist natürlich auch wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch wissen, was sind hier die Gepflogenheiten, damit man hier nicht vielleicht unliebsame Gefühle weckt. Und deshalb die Erklärvideos. Diese könnten also in den Unterkünften mit überschaubarem Aufwand bereitgestellt werden. Viele Flüchtlinge haben Smartphones, aber es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, dort auf Videoleinwänden oder auf Fernsehempfängern YouTube-Videos abzuspielen, ganz abgesehen davon, ein Tablet-PC oder ein Notebook könnte da ja auch bereitgestellt werden, um Eltern mit diesen Informationen zu versorgen. Was ist nötig, damit man solche Erklärvideos macht? Sie sehen es ja hier, ich sitze hier vorm PC, genutzt wird die Webcam. Der Bildschirm dient dazu, in diesem Fall, dass ich hier meine Stichworte geliefert bekomme, im Prinzip als Teleprompter, aber man könnte da natürlich auch Aufzeichnungen machen, die dann hinterher im Video verarbeitet werden. Die Dinge, die hier nötig sind, das sind die Erklärung unserer, beispielsweise unserer Schulordnung oder Schulpflicht. Und da könnte man bei diesen Erklärvideos dann bitten, jemand von der Schule, der sich damit auskennt, das kann ein Lehrer sein, vielleicht auch jemand aus der Schulleitung, dass derjenige das oder diejenige das erläutert. Und nebenan sitzt ein kompetenter Übersetzer, der die Sprache der Flüchtlinge jeweils eine der Sprachen der Flüchtlinge spricht und übersetzen kann, entweder direkt verbal oder eben mit Untertiteln, die versehen werden, vielleicht auch mit beidem, weil wichtig ist ja für die Menschen, die zu uns kommen, dass sie möglichst schnell mit unserer Sprache vertraut werden. Und wenn man dann Originalsprache hört, man sieht vielleicht die Untertitel, dann kann man das schneller zuordnen. Und da haben ja die skandinavischen Länder, wo die Fernsehprogramme im Original ausgestrahlt werden, aber die Untertitel in der eigenen Sprache, die sind auch viel weiter und diesen Effekt könnte man nutzen. Außerdem macht das natürlich so ein Erklärvideo sehr preiswert, wenn einmal im Deutschen das erklärt wird und dann werden vielleicht mit Untertitel in 5 oder 6 oder 10 Sprachen die entsprechenden Erklärvideos für die Länder angepasst. Mein Unternehmen, das heißt die Blue Pages GmbH, hat Erfahrung in der Produktion solcher Erklärfilme. Das sieht man ja an unserem YouTube-Kanal. 1,3 Millionen Mal sind oder sogar mehr sind diese Erklärvideos abgerufen. Da geht es nicht um die Flüchtlingsproblematik, sondern um Probleme, die am PC zu lösen sind, um Hinweise oder eben auch, was jetzt kürzlich der Fall war, wie kann man einen Altbau sanieren.
Aber von der Technik, die da nötig ist, ist das kein Unterschied. Das heißt, wer also gesehen hat, wie man mit preiswerter Technik und zeitgemäßer Software solche Erklärvideos für Technik erstellen kann, der kann das natürlich auch in kürzester Zeit für Zusammenhänge, die in Fremdsprachen zu erklären sind. Dazu gehe ich, und das mache ich seit vielen Jahren, solange ich Ausbilder oder IT-Trainer bin, nach der Vier-Stufen-Methode vor, die auch in der Ausbildung häufig angewendet wird. Fangen wir an. Das, was da als erstes kommt, das ist die Arbeitsvorbereitung. Die Hard- und die Software, die nötig ist, also ich habe ja hier schon erzählt, Notebook und mit Webcam und dann noch ein Programm, was das Ganze aufzeichnet, das ist nötig. Das wird man also dann in der Arbeitsvorbereitung erklären. Wenn man jetzt so ein Tagesseminar vorsieht, um diese Leute, die das dann hinterher umsetzen sollen, einzuweisen. Das Zweite ist, wenn dann die Gruppe zusammengekommen ist und will also sehen, wie es geht, dann wird das einmal vorgeführt. Vor dem Bildschirm sitzen dann eine Kleingruppe, ich würde sagen, also außerdem der oder denen, die das übersetzen, sitzt dann vielleicht noch eine Fachkraft da, die die Schulthematik da erklärt. Und dann wird gleich mal aufgenommen, also noch nicht, um das hinterher im Internet bereitzustellen, sondern nur um zu sehen, so geht's, weil man soll das natürlich selbst lernen. Am Ende der Aufzeichnung, wo also so wie ich jetzt hier auf dem Video zu sehen bin, so sind dann die beiden Betreffenden, die dann die Schulordnung in Deutsch und in der jeweiligen Sprache der Flüchtlinge diskutieren, die sind dann zu sehen und das wird dann vorgestellt. Vor dem Bildschirm sitzt dann beispielsweise ein deutscher Lehrer, der die Schulordnung erklärt, daneben eine Person, die dieses Deutsche auch versteht, aber auch in die Landessprache übersetzen kann. Darüber wird diskutiert. Das Ganze wird aufgenommen, also jetzt, um das einfach mal zu zeigen, wie einfach das ist. Nach der Aufnahme wird das dann ein Stückchen weggeschnitten, damit man sieht, wie das geht. Und dann wird das Ganze gespeichert und hochgeladen. Das heißt, im ganzen Zusammenhang wurde dieser Vorgang dann einmal dokumentiert, um es dann nachzumachen. Bei so einer kleinen Gruppe, da wäre es also sinnvoll, dass man so ein, zwei, vielleicht auch drei PCs hat, die also ähnlich ausgestattet sind wie dieser, den ich hier gerade verwende. Und dann machen das die Teilnehmer am eigenen Gerät nach. Ich bin dabei oder mein Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die sind dabei. Und das wird dann nur eingegriffen, wenn nötig, weil man soll das ja selbst nachvollziehen können und verinnerlichen. Dieses Nachmachen ist also dazu da, damit man damit vertraut wird, diese Routine bekommt. Das, was dann kommt, das Üben, das setzt dann schon voraus, dass man sich über den kompletten Vorgang Gedanken macht. Das heißt, wenn man Videos aufnimmt, dann muss man im Prinzip Drehbücher haben. Die sind natürlich hier recht einfach. Es geht um Sachinhalte. Und das soll also dann vorliegen als Drehbuch, auch wo kommt der Übersetzer dann zu Wort, also dass man sich abspricht, wie viele Sätze werden dann gesprochen in Deutsch und wie wird das dann übersetzt. Das wird also dann geübt und wenn man dann nach ein, zwei Übungen vielleicht die ersten Erfolge sieht und sieht, aha, das kann also so sein, dann lädt man sein Werk mal hoch bei YouTube. Das muss dann auch noch nicht veröffentlicht werden. Das kann man also dann nur für den internen Gebrauch mal anschauen, um zu sehen, wie ist das, was man, wie das, was man eben produziert hat, wie kommt das rüber. Der nächste Schritt wäre dann, weil so eine Kamera, wie sie am PC eingebaut ist, das ist natürlich, Sie merken es ja selbst bei meinem Bild, das ist nicht der letzte Schrei, was Qualität betrifft. Man kann dazu dann auch eine professionelle Kamera nehmen, einen Camcorder nehmen oder vielleicht auch ein gutes Smartphone, um aufzuzeichnen. Das ist dann besser als diese eingebaute Kamera hier, wo man zu dem PC sagen kann, der hat also nur 400 Euro gekostet. Die Beherrschung der Technik ist notwendig. Das, was wir also eben in den vier Schritten gemacht haben, das war das Thema Technik verstehen, beherrschen, damit was produzieren. Aber jetzt muss man sich, wenn man dieses vollzogen hat, Gedanken machen, wie kann ich dann vernünftiges Material erstellen,
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass so ein Video, wie ich es hier mache, mit 15 Minuten nicht für diejenigen geeignet ist, die hinterher sich mit Schulordnung auseinandersetzen. Die schlafen dann wahrscheinlich schon nach 3 bis 5 Minuten ein. Das ist die Zeit, die man normalerweise für ein Video ansetzen sollte. Einige Minuten ist man konzentrationsfähig und dann muss man also darüber nachdenken. Man muss irgendwie aktiv eingebunden werden und das könnte dann ein Gespräch sein. Wenn man dann feststellt, es ist noch nicht alles klar, dann kann man dieses 3-Minuten-Video nochmal anschauen, um das dann immer mehr zu verinnerlichen. So, jetzt habe ich also einiges erklärt, um das nochmal zusammenzufassen. Erklärvideos lassen sich schnell, das heißt innerhalb von Tagen, produzieren. Sie sind sehr preiswert. Das Know-how, was man dazu braucht, ist für Menschen, die mit Kamera oder mit PC umgehen können, in kürzester Zeit vermittelbar. Die Handgriffe, um das mit Untertiteln zu vertonen, sind es auch. Was man dann natürlich noch lernen muss, wie kann man dann die Sprache und die Übersetzung aufeinander in passender Länge abstimmen. Das Ganze wäre aus meiner Sicht eine Dienstleistung, die ich da anbieten kann, um das zu vermitteln. Ich könnte natürlich auch, damit das also vielleicht in der Anfangsphase begleitet wird, auch gleich die ersten Videos mit solchen Gruppen, die aus deutschen beispielsweise Lehrern bestehen und fachkundigen Übersetzern aus dem Land der Flüchtlinge oder die die Sprache zumindest verstehen und sprechen können. In dieser Gruppe könnten wir sowas erstellen und wenn dann gesehen wird, dass das also erfolgreich ist, dann kann man sich die nächste Gruppe vornehmen, um da das gleiche Know-how zu vermitteln. Und das Ganze würde in kürzester Zeit gelingen, weil die Erfahrung, wie solche Videos gemacht werden können, die haben wir. Schauen Sie sich auch den Text an, der unter dem Video steht. Dort gibt es Hinweise, die Sie dann verfolgen können, auch wie Sie mit mir Kontakt aufnehmen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.